Hi, ich bin Jetze. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es einen weiteren Teil meiner Room Makeover-Serie, wo ich andere YouTuber besuche und dann so ein bisschen die Wohnung umstyle. Und heute sind wir bei Joey's Jungle. Oh, hi. Ihr seid auch schon da? Kommt doch einfach rein. Na kommt, traut euch. Hey, mein Name ist Joey. Ich komme vom Kanal Joey's Jungle und ich zeig euch jetzt mein Wohnzimmer. Habt ihr Bock? Tada! Hier haben wir meine schöne offene Küche. Hier habe ich so ein paar schöne Bartische mir hingestellt. Die waren echt teuer, obwohl sie Ikea waren, also passt auf. Und hier habe ich meine tolle Obstschale mit einem vergammelten Apfel, einer faulen Banane und einer frischen Avocado. Hier habe ich meinen Küchenschrank mit ein paar Lichtern. Ja, und das sieht ja alles schon ganz gut eingerichtet aus, aber eine Sache in meiner Wohnung, die kriege ich einfach nicht hin. Und das ist diese leere Wand. Das ist die einzige Wand, die noch frei ist, denn hier hängt schon ein Fernseher, hier ist so ein Schrank. Und hier hängen so Bilder, die ich irgendwann mal gemacht habe, die mir was bedeuten. Deswegen dachte ich, ich hänge die auf jeden Fall hierher. Und heute bin ich bei Joey zu Gast. Hallo. Ich habe richtig Lust, was Cooles, Kreatives zu machen. Ich auch. Und du hast ja diese Wand, das hast du uns ja auch eben schon gezeigt. Und wir haben uns überlegt, dass wir so richtig groß abstrakt arbeiten wollen auf einer riesigen Leinwand. Und da warst du unterwegs und hast dir... Boah, das war ein Kampf, ey. Wie lange wir Sprachnotizen hin und her schreiben mussten, ne? Bis wir verstanden haben, was wir wollen. Ja, du warst so im Kunsthandel und dann meintest du, was soll ich hier kaufen? Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir uns dann dafür entschieden, zwei Leinwände zu nehmen, die wir dann nebeneinander hängen, weil es ging nicht, dass wir so eine, weiß ich nicht, 3 Meter Leinwand mit dem Auto transportieren. Das ging also mein Auto nicht. Ist halt jetzt leider auch keine 3 Meter breit, ne? Genau. Und deswegen wollen wir diese zwei Leinwände schön bemalen mit Action Paint. Mit Action Paint. Und da haben wir uns auch verschiedene Inspirationsbilder ausgesucht und uns ausgetauscht, damit ich auch eine gute Vorstellung davon bekomme, was Joey so gerne mag, was so ja abstrakte Kunst angeht. Also, ich bin in Joey's Jungle, also so heißt mein Kanal. Und deswegen dachte ich mir so, okay, es muss irgendwas mit dem Dschungel zu tun haben, also viel Grün und viel so, naja, so exotisch halt so ein bisschen. Also viele verschiedene Farben, dachte ich mir. Genau. Und aber an sich... Voll spontan, oder? An sich spontan, ja. Ich habe jetzt nicht irgendwelche konkreten Vorstellungen. Das finde ich auch immer eigentlich am coolsten, weil da kannst du auch einfach so freestylen und schauen, okay, das habe ich jetzt hier für Farben und nehmen wir mal die und klatschen die mal drauf. Also wir haben uns auch gut vorbereitet. Und weil du ja von der Inneneinrichtung auch sehr viele so Grau- und Weißtöne hast und dann kombiniert mit mal so ein paar Pflanzen oder auch zum Beispiel jetzt die blau-grünen Bilder größtenteils halt eben in der Wand, glaube ich, dann kann man diese Farben noch vielleicht später dann aufgreifen, auch in dem Bild. Und genau, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen organisieren, weil wir haben Pläne dafür, dass wir hier keine Schweinerei anstalten. Zwei Leinwände und dann müssen wir uns jetzt mal kurz organisieren, wie wir das gleich machen. Genau. Guck mal, wie groß die sind. Hey, das ist doch mega cool so. Da können wir richtig Action-Painting machen. Okay, wir fixieren gerade hier diese Pläne. Weil das bei Action Painting wirklich wichtig ist, dass ihr irgendwie das entweder am besten draußen macht oder ihr euch einen Platz sucht, wo es wirklich sicher ist, dass ihr jetzt nicht irgendwie... Hä, aber voll gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es geht, aber es hält. Ja, schon ein Geheimtipp. Ja. Wow. Ich muss gar nichts machen. Die machen die ganze Arbeit für mich. Es ist echt viel Luft runter. Es dauert so eine halbe Stunde, bis es so abgedüst ist. Wir haben halt zuerst alles aufgebaut, also Joey hatte noch Plane zu Hause, die war sehr, sehr hilfreich bei dem Ganzen. Die gute Baufolie. Wir haben erstmal so ein richtiges Zelt gebaut aus Plane, also sowohl beim Boden ist alles ausgelegt, die Wand hoch, dann immer so mit so kleinen Klebeknete. Klebeknete. Und dann hatten wir halt so ein richtiges Zelt. Ja, aber es war mega cool und irgendwie hat das eine schöne Atmosphäre gemacht. So, das war unser Reich, wo wir unsere Kreativität ausleben konnten. Geschafft? Haben wir's? Wir haben es, oder? Ja. Mega die coole, kleine, süße Bude. Ich bin stolz. Ich auch. Wir sind bewaffnet mit Farbe und Pinsel. Oh yeah. Haben jetzt gleich jeder eine Leinwand. Ich mach die in hell und du machst die in grün. Ich mach die. Oh, echt?
Ja. Oha, jetzt mache ich schon gleich das, was schwerer ist. Ja, wir können auch tauschen, aber ich denke, nö, ich mache das in grün. Ja, ich denke, das kriegst du hin. Und wir werden uns jetzt zuerst Farben anmischen, weil wir die noch so ein bisschen abtönen wollen. Zum Beispiel gerade das Weiß wollen wir so ein bisschen abtönen. Ich denke mal, das Grün werden wir ja recht deckend auftragen, aber da kannst du auch einfach so ein bisschen gucken, was dir am besten gefällt. Also schon relativ dunkel, ne? Ja, genau. Okay. Und wir können auch noch ein bisschen Grau runtermischen, so eine dunklere Farbe, dass es dann nicht mehr so grell ist vielleicht. Aber genau, ja. Gucken wir einfach mal. Dann ging es los mit der Grundierung. Da haben wir uns ja, wie gesagt, für zwei verschiedene Farben entschieden. Einmal ein dunkles Bild, wo wir dann später mit heller Farbe drauf aufbauen, und ein helles Bild, wo wir dann mit dunkler Farbe drauf aufbauen wollen. Einfach um so ein bisschen Kontrast zu bekommen zwischen den beiden Bildern. Aber wir wollten trotzdem, dass sie immer noch ganz gut zusammenpassen. Dass man irgendwie sieht, die funktionieren nicht ohne einander, ja, aber miteinander umso genau, besser. Dass so die Farbwelten einfach zusammenpassen. Ja. Ja, ready? Ready. Los geht's. Geht. Und hast du dir irgendwas Besonderes gedacht beim Malen? Nicht, oder? Einfach drauf los? Ich habe einfach irgendwie so probiert. Jette meinte irgendwann, ich bin total unruhig. Also das Bild sieht unruhig aus. Aber das ist aber gar nicht schlimm, nicht hat sie dann gesagt. Das war nicht negativ gemeint, das war positiv gemeint. Weil ich finde es irgendwie ganz cool, wenn man, ich glaube, viele haben sofort, wenn sie malen, so diesen Drang, das perfekt zu machen. Ja, und so richtig so schön nicht. Und so. Genau, und trauen sich nicht. Aber bei dir war es ganz anders. Also, Du hast dir sofort getraut, da die Farbe raufzuhauen, und das fand ich eigentlich ganz cool. Also ja. Ich fand es auch spannend, wie allein schon mit Grüntönen dein Bild richtig cool aussah. Und bei meinem war es dann so ein bisschen ruhiger. Also ich habe, das mache ich oft, wenn ich so abstrakt male, dass ich so, so quere Balken male und dann so senkrecht Balken und das hinten irgendwie versuche, die zu verbinden oder zwei Farben dann so ineinander male. Genau, also ich hatte dann einen ganz anderen Ansatz, aber ich hatte auch zum Beispiel die helle Farbe, deswegen hat man jetzt meine Farbe auch nicht so sehr auf der Leinwand gesehen. Ja. Jawohl, schon echt Action hier. Ja. Ja, wir wollen sie nicht übertreiben hier, also das reicht jetzt auch langsam. Okay, und wie findest du es bisher? Also ich finde es bis jetzt cool, aber ich bin gespannt, was jetzt noch passiert, weil ich glaube, gleich sieht es wieder ganz anders aus. Ich glaube auch, weil wenn wir jetzt anfangen werden, ganz viel Farbe anzumischen und dann gleich das so raufzuwerfen oder einfach auch Farbe so drauf zu drippen. Laufen, so Drip Paint. Bist du ready? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach, okay. Ja. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Nee, oder? Oh mein Gott! Wo ist es hin? Zum Glück nur weiß. Da war ich dann echt froh, dass wir das mit der Plane gemacht haben, weil da konnten wir jetzt richtig rumsauen. Die kamen auf jeden Fall in Handy, weil wir hatten, glaube ich, auch einmal die Pflanze ein bisschen angemalt. Ja, die hat jetzt so ein paar weiße Sprenkler, aber ist nicht so schlimm. Also wir haben erst mit relativ, also wir haben ja die Farbe versucht so ein bisschen zu verdünnen und haben uns erst nicht so richtig getraut, das zu wässrig zu machen, weil wir dann Angst haben, dass sich alles so ein bisschen vermischt miteinander. Ja. Aber tatsächlich hat es dann zum Ende hin, haben wir uns mehr getraut und das sah dann auch eigentlich ganz cool aus vom Effekt her. Ich finde, man ist am Anfang ja auch einfach so ein bisschen vorsichtiger, weil man das, was man gerade gemacht hat, nicht zerstören will. Ja. Aber ich glaube, bei so Action Painting muss man sich einfach trauen und so drauf losmachen. Ja. Und ich habe mich zum Beispiel auch erst so in diese Farbwelt von so rosa, lila, blautönen und mit so ein bisschen weiß habe ich mich daran gehalten, aber dann später auch mit grün und so weiter gemacht, weil ich auch irgendwie wollte, dass mein Bild besser zu Joeys Bild passt, weil seins war ja wirklich so super dunkel und da ist einfach so drauf viel passiert und bei mir war es halt so simpel. Bei dir war es so windstill, bei mir war es Orkan. Genau. Gut ausgedrückt. Aber ich finde es trotzdem cool, dass die sich auch so ein bisschen unterschiedlich sind, die Bilder. Mhm. Mein Bild ist halt schon so richtig weich, so gefühlt. So, ja. Das ist noch so voll. Meins hat noch nicht so viel. Unberührt. Du meintest beim Malen, dass es für dich so ein bisschen therapeutisch war, oder? Ja. Das ist so voll so ein entspannt. Ja. Und dass man eigentlich nur so daran denkt, okay, ich male jetzt hier und man vergisst einfach so die Welt um sich. Und das finde ich immer am Malen so cool. Und deswegen mag ich auch diese Serie so gerne. Weil ich einfach mich mit Leuten treffe, die vielleicht sonst nicht so viel malen, zwar auch kreativ sind, aber vielleicht, was das angeht, noch nicht so viel machen. Aber ich finde trotzdem, dass man das total merkt,
ja, wie sehr man da so drin aufgeht. Ja, also man lässt seine Gedanken halt irgendwie schweifen und ist nicht so die ganze Zeit in so einem Film drin, von wegen, oh, ich muss noch das und das und das machen, sondern das für die Zeit, wo man malt, ist das erstmal so egal. Ja, also falls ihr irgendwas braucht, so um runterzukommen, probiert das mal aus. Ja. Ja, und so ging es eigentlich weiter, dass wir einfach nur da die Farbe drauf geklatscht haben für locker so eine Stunde, oder? Ja, wir haben echt lange gemacht. Ja, wir haben wirklich lange gemacht. Und ich finde auch immer, man muss immer diesen einen Punkt finden, wo man weiß, okay, ich höre jetzt auf, ich mag das, was ich hier irgendwie gemacht habe und das reicht jetzt. Und wir hatten das auch, wo wir immer wieder gesagt haben, nee, jetzt reicht es mir. Aber dann haben wir trotzdem immer noch mehr Farbe draufgehauen. Und dann am Ende, als wir dann wirklich fertig waren, hast du gesagt, da fehlt dir noch jetzt eine wärmere Farbe. Ja. Weil du hast ja diese Bilder hier über dem Sofa, wo er, also Joey hat halt da so Fotos von seinem Instagram drucken lassen. Und da sind halt immer so ein paar so orange, so warme Farben drin. Also die sind alle relativ kühl, aber irgend so ein warmer Kontrast ist dann immer da. Und der hat uns eben gefehlt bei den Bildern, deswegen haben wir ja nochmal in Joeys Schublade gestöbert und Acrylfarbe da gesucht. Und der hatte zum Glück noch so orange und dann haben wir das nochmal angemischt. Und dann nochmal auf mein Bild, weil wir wollten, dass das so ein bisschen wilder auch aussieht und nicht ganz so ruhig neben dem anderen. Wir wollten, dass das noch so ein bisschen das gewisse Extra bekommt. Und dann eben mit der orangenen Farbe da so in der Mitte drauf kleckst. Das sieht so cool aus. Ja. Boah, das sieht aus wie so das Leben, das entspringt. Oder ein Regenschirm. Das ist ja voll nice. Ey, echt? Boah, das ist eine Spinne. Ja, eine Waldspinne. Die hat ganz schön lange Beine. Ja. Das sieht aber cool aus. Hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben. Ja, ich auch. Und das läuft eben so runter und ja, irgendwie auch noch so voll in der Mitte. Das ist so ein, ja, so ein Statement irgendwie. Finde ich richtig cool. Wir haben dann die Bilder einfach ganz normal trocknen lassen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil wir auch wirklich so richtige pastose Farbplexer da drauf hatten. No. Also so richtig 5 mm hoch. Und die jetzt eben an die Wand gehängt und ich finde, das sieht auch nochmal richtig cool aus, wie das halt einfach ja, den Raum anders ja, wirken lässt. Sieht jetzt aus, als hätte ich so ein Kunstatelier hier. Das ist schon cool. Oder? Ja. Ja. Sieht halt echt nochmal anders aus mit dieser weißen Wand. Mhm. Und ich finde, das spiegelt perfekt mich wieder. Passt richtig gut. Und das Coole ist, meine Wohnung ist halt wirklich weiß-grau und so ein bisschen beige-braun. Mhm. Und deswegen finde ich, wenn dann nochmal so knallige Farben reinkommen, das ist genau das Richtige. Definitiv. Ja. Voll cool, dass wir das zusammen machen konnten, dass du mich eingeladen hast. Ja, finde ich auch voll sehr cool. Gefreut. Wenn ihr jetzt noch einen YouTuber kennt, der da vielleicht Lust drauf hätte, dann schreibt mir die mal gerne in die Kommentare. Ich habe auch schon eine Liste von Leuten, die ich kenne, die Lust hat. Also lasst euch überraschen. Ich habe Lust, diese Room-Makeover-Serie bei ganz vielen anderen Leuten noch zu machen. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut auf Joeys Kanal vorbei. Da ist auch ein Video, wo wir mit Weilem. Komm mal her jetzt hier. Weilam hat auch schön mitgeholfen. Wir haben zu dritt ein Activity-Spiel gespielt. Wir haben sehr viel gelacht. Joey sich ausgedacht hat. Ich habe mir ein Spiel ausgedacht, das wir gespielt haben, ja. Genau, und auf Weilams Kanal gibt es auch noch ein Video von uns. Es ist eigentlich auch wie ein Spiel, aber ich bringe euch in eine Situation rein und ihr müsst überleben. Also checkt unsere Kanäle sehr, sehr gerne aus, abonniert uns, Videos auch nochmal in der Infobox und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann! Bis dann! Tschüss! Ta-ta! Also ich mache jetzt einfach so einen ordentlichen Batzen hier so drauf. Oh, jetzt hast du sehr viel Farbe im Mund. Vielleicht solltest du das... Die ganze Lippe in. Ich mach mal weiter hier. Also wir nehmen jetzt mal die grüne Farbe, die Jette jetzt im Mund hat.